Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Disney Dreamlight Valley. Und es scheint einiges Neues hier im Spiel zu geben. Deshalb werden wir uns hier mal umschauen. Und ich denke, dann wird das Let's Play auch erstmal weitergehen. Ich habe das mitbekommen, dass es einige neue Sachen im Game gibt. Und deshalb musste ich mit euch hier mal reingehen. Ne? Ich habe euch ja versprochen, wenn es neue Sachen gibt, dann gucken wir gemeinsam rein. Hier wächst immer noch unsere Baumwolle, beziehungsweise ist auch reif. Aber die können wir später ernten. Wir haben Post. Schauen wir gleich mal nach. Okay. Gut, das ist Englisch. Wir haben also Geschenke bekommen. Okidoki. Dann schauen wir uns gleich mal hier am Wunschbrunnen an. Scheint also auch ein neues Event zu geben. Endet in 17 Tagen, ist ein bisschen Zeit. Sternenfahrt der 100-Jahr-Feier. Seit 100 Jahren hat Disney sich den Geist der Kreativität und Fantasie zunutze gemacht, um Zuschauer aller Altersgruppen auf der ganzen Welt zu begeistern. Jetzt ist es an der Zeit, ein Jahrhundert der Magie mit dem Sternenfahrt der 100-Jahr-Feier zu ehren. Schließe dich den Feierlichkeiten an und verbringe Zeit mit Mickey und Freunden. Mach ein Selfie mit Mickey und Minnie, schürfe ein paar Edelsteine, um Dagobert Duck den Tag zu versüßen. Aber was auch immer du tust, vergiss nicht, ein besonderes Geschenk für Donald Duck aufzubewahren. Du weißt ja, wie er reagiert, wenn er sich ausgeschlossen fühlt. Wenn du dich auf die Feier einlässt, erhältst du exklusive Möbel, glänzende neue Kleidung und besondere Traumstile für deine Dorfbewohner. Alles zum Gedenken an 100 Jahre Geschichten erzählen und Magie erzeugen. Na, dann wollen wir mal schauen. Was haben wir denn hier? Wir haben 2390 Mondsteine. Da kennen wir uns auf jeden Fall. Ich würde mir gerne gut, ich möchte mir keine Mondsteine kaufen. Genau, aktiviere den Premium-Sternenpfad. Okay, da brauchen wir 2500. Also da heben wir uns die die Mondsteine auf jeden Fall erst nochmal auf. Und wir schauen mal bei den Aufgaben. Entferne Nachtdornen ist easy. Baue Granate ab. Verbringe eine Stunde mit Mickey Mouse. Gut, dann werden wir uns den gleich mal als Partner holen. Das sind aber diesmal keine Mondsteine, ne? Das sind andere Sachen. Ja, okay, okay, okay. Aber wo bekomme ich dann Mondsteine her? Gut. Hier bekommen wir 100. Wenn wir 10 von den Mickey-Münzen haben hier, oder wie die auch immer heißen. Gut, okay. Dann sollten wir anfangen damit. Nachtdornen, Granate, das mache ich natürlich für die Leute, die neu sind. Das mache ich zwischen den Folgen. Die anderen wissen ja, dass ich das so mache. So Edelsteine abbauen und sowas, ne? Gut, eine Stunde mit Mickey Mouse können wir auch verbringen. Dann warten schon mal 40 von den Münzen auf uns. Gut, das ist die Beschreibung. Und hier brauchen wir erstmal die Mickey Münzen. Gut, ich möchte aber gerne Premium freischalten. Deshalb werden wir erstmal gucken, wo Mickey ist. Und dann werden wir den gleich mal als Begleiter mitnehmen. Ich hatte ja das Valley zwischendurch auch, als ich keine Quests mehr hatte, verschönert. Oder beziehungsweise auch umgeräumt.
bisschen dekoriert. Ne, das gefällt mir immer noch ganz gut. Das ist mir, glaube ich, ziemlich gut gelungen. Und wo ist Mickey? Wir schauen mal auf die Map. Ansonsten suchen wir vielleicht ewig. Hier ist er nicht. Ist er im Restaurant? Jawohl, der ist im Restaurant bei Remy. Dann geht's natürlich dahin. Ja, und hier hatte ich uns ja einen kleinen Goldpfad gemacht, ne? Der hat ziemlich viele Goldbarren gekostet. Und wir wollen ins Restaurant. Wir können ja auch gleich wieder ein bisschen sammeln. Ich hatte ja das Inventar auch zwischendurch vergrößert gehabt. Da ist Buzz Lightyear und Anna. So, hier ist Mickey. Hey du! Hallo! Du bist wirklich berühmt, nicht wahr? Sprechen wir, machen wir gleich mal ein tägliches Gespräch. Findest du, ich mag es einfach Spaß zu haben und neue Freunde kennenzulernen. Was gefällt dir am besten am Berühmtsein? Magst du all die Reisen, die du machst? Kann ich ein Autogramm haben? Das wäre mir eine Ehre, Jens. Bis ganz bald. Gut, hab eine tägliche Diskussion. Da haben wir gleich wieder ein paar Teamleute. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Die wir uns freischalten können. Lass uns abhängen. Oh, das würde ich sehr gerne, Jens. Gut, gut. Dann komm mal mit, mein Kleiner. So, dann gehen wir am besten erstmal zu den eisigen Höhen. Ja, ich muss mich erstmal wieder orientieren, ne? Ich hatte das Spiel natürlich jetzt längere Zeit nicht angehabt. Und meine treuen Zuschauer, die wissen ja, dass ich ein Problem mit den Eisblöcken in der Eishöhle hatte bei der Quest mit der Eiskönigin. Und da gehen wir dann natürlich. Du bist ein Trost für meine Augen. Auch gleich mal gucken. Hier ist sie ja. Wie heißt denn die Eiskönigin jetzt? Verdammt, Elsa. Hallo, mein Freund. Hallo. Das Eisbrechen, wohin gehen Aha. wir? Deine Spitzhacke sollte den Weg zur Eishöhle freiräumen, damit wir hineinkommen können. Vielen Dank auch. Ist die jetzt wieder zu gemacht worden? Nee. Auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir mal reingucken. Ja, die Eisblöcke sind leider immer noch nicht da, ne? Hallo, du. Dieser Ort, die Eisskulptur am Eingang, das sind Anna und ich. Alles hier kommt mir so bekannt vor. Das Geräusch, es kommt von der anderen Seite dieser Schlucht. Ich höre es auch. Hast du eine Idee, wie man die andere Seite erreichen könnte? Aber wenn ich reinfalle, verliere ich eines meiner drei Leben. Wir müssen einen Weg hinüberfinden. Früher gab es einen Weg, eine Eisbrücke. Ich kann ihr Fundament unter unseren Füßen spüren. Das Wasser erinnert sich daran. Lass mich meine Magie benutzen. Vielen Dank. Nice. Deshalb ging das wahrscheinlich nicht. So, und das müssten wir ja mit der Spitzhacke jetzt wegbekommen, ne? Ja. Das sieht gut aus. Hier haben wir gleich mal Nachtdorn. Ich weiß nicht, ob die jetzt zählen, ne? Nice, Leute. Das ist doch mal... Das ist doch mal eine wahre Freude. Was haben wir hier? Okay, ein Gegenstand. Sprich mit Elsa. Das Geräusch kommt von diesem blauen Wappen, das du gefunden hast. Es ist so vertraut, ich kann mich fast erinnern. Hm. Oh, schön. Die Wand.
Es passt in die Öffnung an der Wand, da drüben. Okay, da. Mal erstmal die Eisblöcke hier wegmachen. Gut, rein damit. Hast du kurz Zeit zu reden? Na klar. Hallo. Deswegen bin ich hier, meine Liebe. Das Geräusch ist jetzt nur noch ein Flüstern. Hm? Hier gibt es so viele Geheimnisse zu lüften. Das komische Geräusch, das Puzzle an der Wand, diese Sockel, diese seltsame Eistruhe. Irgendetwas sagt mir, dass wir mehr von diesem Wappen finden müssen. Wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen. Danke für deine Hilfe, Jens. Ich weiß, dass wir die Antworten zusammen finden werden. Weißt du, du hast was Magisches an dir. Gut, gut. Gut, hier kommen wir aber noch nicht rein. Das scheinen ganz schön viele zu sein, ne? Berate dich mit Merlin. Es gibt einen magischen Schneesturm in der Eishöhle. Berate dich mit Merlin. Okay, das scheint eine Aufgabe für Olaf, dem Schneemann, zu sein, ne? Hallo, könntest du mir vielleicht zur Hand gehen? Hallo, mein Freund. Jens, ich könnte einen Rat gebrauchen. Hättest du einen Moment Zeit zum Reden? Natürlich, was brauchst du? Hm? Naja, hast du jemals... Ich frage mich einfach nur... Das ist schwer. Ich fange nochmal von vorne an. Seit ich hier angekommen bin, habe ich versucht, meinen Platz unter allen hier zu finden. Aber ich fühle mich etwas alleine. Hast du dich jemals so gefühlt? Ich verstehe dich, so fühle ich mich auch. Hast du dich jemals so gefühlt? Die Gegenfrage oder was? Ich hatte dieses Problem noch nie. Du hast viel Glück. Hey, mir ist gerade etwas eingefallen, was Remy mir neulich erzählt hat. Er hat gesagt, dass unsere Geruchs- und Geschmackssinne am stärksten mit unseren Erinnerungen verbunden sind. Wenn du dich mehr wie zu Hause fühlen willst, warum versuchen wir nicht, etwas zu kochen, das dich an deine Heimat erinnert? Aha. Kochen? Wie interessant. Aber ich habe bis jetzt noch nicht viel gekocht. Das ist etwas anderes, was Remy sagt. Jeder kann kochen. Weißt du, es ist schon komisch. Ich habe in der Eishöhle ein paar traditionelle arendellianische Rezeptbücher gesehen. Ich werde sie holen. Oh. Das ist ziemlich merkwürdig, Jens. Als ich angefangen habe, diese Rezeptbücher durchzulesen, weckten sie Erinnerungen an meine Vergangenheit hier im Tal. Ich war mit meinen Freunden am Kochen. Es hat sich vertraut angefühlt, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Wir haben Fischauflauf nach Arendelle. Wir haben Fischauflauf nach Arendelle Art und einen gelegten Hering nach Arendelle Art gemacht. Es war so schön. Vielleicht können wir eines der Gerichte wieder zusammen kochen. Lass uns beides machen. Es wird lustig. Ich bin sehr neugierig auf deine Küche. Du wirst dich doppelt so schnell zu Hause fühlen. Das klingt wunderbar. Vielen Dank, Jens. Was den Fischauflauf nach Arendelle-Art laut dem Rezeptbuch so besonders macht, ist der Löwenzahnsirup. Und der Hering sowie der Weizen und die Butter. Der Löwenzahnsirup wird aus Knoblauch, Zitronen, Löwenzahn und Zwiebeln gemacht. Wenn du mir diese Zutaten bringst, können wir den Sirup vielleicht gemeinsam zubereiten. Die Anweisungen sind alle hier zu finden. Oh, und der eingelegte Hering nach Arendelle-Art ist ganz einfach. Hier ist das Rezeptbuch. Das hat Spaß gemacht.
wie sich ein Zuhause anfühlt. Gut, ich würde aber sagen, da die Aufgabe hier mit Olaf dem Schneemann, der große Schneesturm, ja neu zu scheinen sein, also der Olaf komplett neu zu scheinen sein, was haben wir hier? Eine Zitrone einfach. Beraten wir uns erstmal mit Merlin. Und die Aufgabe mit Elsa, die machen wir dann später weiter. Oh, 50. Das ist gut. 50 Mondsteine. Das ist schon mal nice. Wie gesagt, wir werden auch so viel Blumen wie geht mitnehmen und so, ne? Weil das habe ich ja gelernt, ne? Dass die nicht nutzlos sind, wie ich zum Anfang immer dachte. Die brauchen wir auch. Alles zu seiner Zeit, aber die werden wir brauchen. Ach, das war Mickey, der uns die Zitrone dahin gelegt hat. Weil wir den bei Sammeln, gelevelt haben, ne? Also der hat die Fähigkeit, uns dann noch mehr Objekte zu sammeln. Gut, und gibt uns dann halt diese Sachen extra, ne? Ich gucke jetzt mal, wo Merlin ist. Der Merlin, der ist hier in der Nähe seines Hauses. Da könnten wir eigentlich hinreisen. Mit dem Brunnen. Warte mal. Ach so, hier sind wir falsch. Okay. Wir reisen mal hier hin. Ja, hier die Bananenstauden, die habe ich auch umgesetzt. Na dann, wir haben viel zu tun. Jens, genau die Person, die ich sehen wollte. Sicherlich hast du schon bemerkt, dass wir ein ziemlich großes Schneeproblem haben. Es gibt einen Schneesturm in den eisigen Höhen. Aber das hat nichts mit den meteorologischen Gegebenheiten zu tun. Es ist dunkle Magie im Spiel. Ein magischer Schneesturm? Das klingt nach einem Job für Elsa. Naja, normalerweise würde ich zustimmen und ich habe vor, sie zu fragen. Aber dieser Sturm hat etwas Unnatürliches. Ich fürchte, dass selbst Elsas Magie nicht in der Lage sein wird, ihn zu unterdrücken. Was für ein magischer Schlamassel, was sollen wir tun? Lass mich raten, ich bin der Einzige, der das in Ordnung bringen kann. Ich danke dir. Ich werde mir dann mal ein paar Fäustlinge besorgen und den Schneesturm aus dem Weg gehen. Lass mich raten, ich bin der Einzige, der das in Ordnung bringen kann. Nun, ja, das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Vielleicht umfassen deine magischen Fähigkeiten ja doch auch Voraussagen. Nun, um das in Ordnung zu bringen, müssen wir die Säule in den eisigen Höhen wiederherstellen. Das sollte die lästige dunkle Magie in Schach halten. Wie kann ich die Säule wiederherstellen? Ich nehme an, ich muss die Kugel finden, wie bei den anderen. Ganz genau. Aber ich fürchte, das ist leichter gesagt als getan. Die Kugel wird in den eisigen Höhen seit dem Vergessen vermisst. Und sie, oje, sie ist schon so lange verschwunden, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, welche Tugend für ihre Magie verantwortlich war. Was könnte es gewesen sein? Pünktlichkeit, Ordnung, nicht mit offenem Mund kauen. Ordnung? Es ist eine wahre Tugend, genau zu wissen, wo alles hingehört und es entsprechend abzulegen. Eine seltene Tugend in diesem Tal, fürchte ich. Aber woraus auch immer diese Säule ihre Kraft bezog, es war etwas mehr Elementares. Was auch immer es war, ich fürchte, du wirst Schwierigkeiten haben,
die Kugel zu finden. Bei dem Schneesturm kann man kaum die Hand vor den Augen sehen. Ich schlage vor, dass du mit deinen Nachforschungen im Zentrum der mystischen Aktivität beginnst. Du musst im Schneesturm nach der Quelle der Störung suchen. Beeil dich! Der Sturm wird immer größer. Wenn wir ihn nicht bald aufhalten, fürchte ich, dass er das ganze Tal verschlingen wird. Oh, und Jens, ich schlage vor, du ziehst dich dem Wetter entsprechend an. Es ist eisig kalt. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Gut, aber ich würde sagen, da sind wir richtig angezogen dafür. Wir haben ja eine scheinbar dicke Jacke an, die wir von Scar bzw. von der Mutti haben. Von Mutter Gutell. Um eine Quest für Scar abzuschließen. Ne? Gut, wir gehen wieder in die eisigen Höhen. Wir nehmen uns mal den Edelstein hier mit. Man kann hier wieder was nachspawnen. Wenn wir einmal dran vorbeilaufen, ne? Dann brauchen wir ihn ja nicht stehen lassen. Hier ist Löwenzahn, den brauchen wir auf jeden Fall. Ne? Für die Elsa. So, wir müssen in die eisigen Höhlen. Hier sind ja immer noch die großen Eisblöcke. Die bekommen wir ja noch nicht weg. Ich denke, da bekommen wir noch was von Elsa. Da hatte ich ja recherchiert wegen der Quest, als ich hier nicht weiterkam. Ich weiß ja nicht, ob sich da in der Zwischenzeit was verändert hat, aber ich glaube es nicht. Das ist was Neues. Irgendwas für Wolli. Ne? Bin gespannt, was passiert, wenn wir die Puzzle so voll haben. Ich denke, dass wir dann noch eine Quest bekommen von den jeweiligen Charakteren. Von dem jeweiligen Charakter, besser gesagt. Nachtscherben. Also müssen wir auf der Seite hochgehen. Die Waschbären weiß ich immer noch nicht, wie ich die füttern kann. Leider. Da wollte ich eigentlich auch mal recherchieren. Ich denke, dass wir irgendwas Besonderes haben müssen. Suche nach Hinweisen für die Quelle des Schneesturms in den eisigen Höhlen. Interagiere mit der Felswand. Okay, hier sind Fußspuren. Keine Nase mehr. Hallo, ich bin's, Olaf. Oh, du hast mich gefunden. Hurra, das bedeutet, dass ich dran bin. Jetzt bist du an der Reihe, dich zu verstecken. Ich gebe dir einen Rat. Such dir einen guten Platz.
Anna sagt, ich bin ein epischer Sura. Olaf? Ist das ein Spiel? Was machst du hier? Olaf? Jens, du bist es. Warte, du siehst größer aus als in meiner Erinnerung. Ich nehme an, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ist schon lange her. Lange vor dem Vergessen. Jetzt bist du wohl erwachsen, was? Das stimmt. Ich denke schon, auch wenn ich keine Lust dazu habe. Erwachsen ist eine Geisteshaltung. Im Herzen bin ich ein Kind. Das ist gut. Oh gut, ich hatte schon befürchtet, du wärst zu sehr mit erwachsenen Angelegenheiten beschäftigt, um unser Spiel zu beenden. Ah, okay. Jetzt bist du an der Reihe, dich zu verstecken, und ich bin an der Reihe zu suchen. Bist du bereit? Lass uns später Verstecken spielen. Zuerst. Was ist das für ein Ort? Weißt du, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war vielleicht mal dein besonderes Zimmer. Mein besonderes Zimmer? Was meinst du? Naja, du kamst hierher, wenn du alleine sein wolltest. Um der Komplexität des Lebens zu entfliehen und über den Sinn des Universums nachzudenken. Das ergibt Sinn. Wir brauchen alle Zeit, um alleine zu sein. Aber ich liebe es, unter Menschen zu sein. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern. Das ergibt Sinn. Wir brauchen alle Zeit, um alleine zu sein. Das ist wirklich wahr. Hier gibt es so viel seltsame Magie. Ich frage mich, woher das alles kommt. So wie ich. Dies ist wirklich eine Kammer voller Geheimnisse. Was ist mit dir passiert? Nun, ich bin dir eines Tages hierher gefolgt. Da war ein heller Lichtblitz und dann warst du weg. Seitdem bin ich hier. Hauptsächlich, weil ich nicht rauskam. Naja, klar. Da gibt's Sinn, ne? Das ist schrecklich. Ein heller Lichtblitz? Das scheint dich nicht sonderlich zu stören. Ja. Naja, ich habe bewiesen, dass es ein tolles Versteck ist. Schau, wie lange du gebraucht hast, um mich zu finden. Na klar. Ich habe 12 epische Romane in meinem Kopf geschrieben, während ich hier war. Es ist eine Serie. Ich werde sie dir später vortragen. Ich brauche deine Hilfe, um ein magisches Durcheinander zu reparieren. Ein magischer Schneesturm bedroht das ganze Dorf. Wenn wir ihn aufhalten wollen, müssen wir die Kugel finden und die Säule wiederherstellen. Oh, ich möchte sehr gerne helfen, aber zuerst brauche ich selbst etwas Hilfe. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass mir meine Nase, meine Knöpfe und meine Arme fehlen, okay? Ich dachte, du siehst ein wenig anders aus. Wow, wirklich? Das ist mir gar nicht aufgefallen, oh weia. Ich wollte keine große Sache daraus machen. Ich dachte, du siehst ein wenig anders aus. Manche mögen das minimalistische Aussehen, aber ich mag mein Olaf, ich viel lieber. Ich helfe dir, alle deine Teile zurückzubekommen. Ich glaube, dass ich reinkam. Ich helfe dir, alle deine Teile zurückzubekommen. Ich glaube, als ich reinkam, habe ich ein paar Eichhörnchen gesehen, die sie weggetragen haben. Oh, richtig. Ich Dummerchen, diese Eichhörnchen sind meine Freunde. Wusstest du, dass es über 200 Arten von Eichhörnchen gibt? Aber die hier sehen nicht so aus wie die Eichhörnchen, die ich bisher gesehen habe. Sie sind ganz geheimnisvoll und leuchten. Trotzdem spielen sie gerne mit mir und das ist schön. Das hilft, sich die Zeit zu vertreiben. Sie nehmen meine Knöpfe und meine Nase und ich jage ihnen hinterher, um sie zurückzubekommen. Klingt nach Spaß. Bist du dir sicher, dass das nur ein Spiel war? Das dachte ich auch. Aber was die Eichhörnchen angeht, nun, wer kann schon den Verstand eines Eichhörnchens verstehen? Aber dieses Mal, als du hereinkamst, rannten die Eichhörnchen mit meiner Nase und meinen Knöpfen direkt an dir vorbei. Ich musste sie bisher immer nur hier jagen. Okay,
Ich helfe dir, sie zurückzuholen. Toll, lass uns ein paar Eichhörnchen jagen. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Suche im Schneesturm nach den gruseligen Eichhörnchen. Ich habe hier etwas zurückgelassen. Etwas, das ich brauche. Ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Ich brauche es, um die Mauer einzureißen. Okay, die Mauer muss weg. Es gelingt nicht. Nichts funktioniert. Es muss die Magie der Säule sein, die mich daran hindert. Hier ist noch ein Zettel. Der Zauber, er ging schief. Ich muss einen anderen Ort finden, einen ruhigeren. Vielleicht muss ich alle Kugeln entfernen. Das bekommen wir hier nicht weg. Brauchen wir sicherlich irgendwas Spezielles und da kommen wir auch nicht an den Zettel ran. Na gut. Dann gehen wir erstmal in den Schneesturm. Hier ist noch ein Zettel. Ich muss die Kugel herausreißen, um meinen Zauber auszuführen. Ich muss die Kugel herausreißen, um meinen Zauber ausführen zu können. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, es ist schon alles sehr seltsam. Hier ist auch wieder so eine Schneepfütze, wie auch immer. Gut, dann gehen wir mal wieder raus in den Schneesturm und gucken uns die Sache mal an. Jage die gruseligen Eichhörnchen, um Olafs Knöpfe und Nase zurückzubekommen. Wo sind die gruseligen Eichhörnchen? Ich glaube, ich habe eins gesehen. Da ist auch eins, siehst du? Okay, wir haben eins. Was hat uns das jetzt gegeben? Hat uns das was gegeben? Olafs Knopf. Trotz ein wenig Eichhörnchen-Sabber ist dieser Knopf in ziemlich gutem Zustand. Sehr nice. Da ist das nächste. Da scheint noch ein Knopf zu sein. Jawohl, Nummer 2. Denke mal, 3 wird er haben, ne, insgesamt. I don't know. Aber irgendwo hier muss ich ja noch eins rumtreiben, ne, da ist es. Ja, das ist Nummer 3 gewesen. Da ist noch eins. Und das ist die Nase. Gehe zurück in die geheime Kammer und bringe Olaf seine Nase und Knöpfe. Haben ihm nicht die Arme auch noch gefehlt? Ja, hier nicht lang. Da geht's nicht lang. Hier ist Ariel. Die hat ja jetzt Beine. Haben wir ihr besorgt, ne? Geben wir ihm das Ganze. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Du hast meine Nase und meine Knöpfe gefunden. Ich danke dir. Damit fühle ich mich viel mehr wie ich selbst. Hey,
Hast du gewusst, dass Eichhörnchen ihren Schwanz benutzen, um in luftiger Höhe das Gleichgewicht zu halten? Ja, das wusste ich. Das ist so cool. Das habe ich nicht gewusst. Faszinierend. Das scheint mir im Moment nicht wirklich relevant. Genau. Ja, das wusste ich. Das ist so cool. Du hast recht. Eichhörnchen sind eine Quelle für fast unendlich viele interessante Fakten. Mhm. Jetzt haben wir noch einen dazu. Sie lieben es, mit Karotten zu spielen. Bist du bereit, kleine Nase? Setzen wir dich dorthin zurück, wo du hingehörst. Sei froh, dass sie dir die Nase nicht aufgegessen haben. Ne? Die essen nämlich, glaube ich, auch gerne Möhren. Oh, das ist so viel besser. Ich würde dich ja gerne umarmen, um mich zu bedanken. Aber da mir immer noch meine Arme fehlen, wäre das schwierig. Wo könnten sie sein? Sie müssen hier irgendwo sein. Okay, ich suche die beiden Stöcke. Wo könnten sie sein? Oh, mir fällt gerade ein, es fehlen nicht nur meine Arme. Sie hielten etwas, als ich sie verlor. Hast du nicht gesagt, dass du nach einer Art Kugel suchst? Nun, ich hielt eine in der Hand, als ich hier eingesperrt wurde. Magst du nicht auch solche Zufälle? Wenn wir also deine Arme finden, dann finden wir auch die Kugel. Na toll, sag mir einfach, wo ich deine Arme finden kann. Das hättest du mir nicht schon früher sagen können. Gut, nehmen wir das erste. Ausgezeichnet. Schlussfolgerung, Jens. Ausgezeichnete Schlussfolgerung, Jens. Ja! Oh, wir können auch schlussfolgern. Das, wenn ich nicht weiß, was mit meinen Armen passiert ist. Ich nicht weiß, was mit der Kugel passiert ist. Du weißt nicht, was mit deinen Armen passiert ist? Wie ich schon sagte. Ich weiß nur noch, dass ich hier hereinkam und dann ein grelles Licht sah. Und danach waren meine Arme weg und die Kugel auch. Und ich war eingesperrt. Uff. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, zu erfahren, was hier passiert ist. Aber es ist schon so lange her. Wenn du dich nicht erinnerst und ich mich nicht erinnere, dann erinnert sich vielleicht das Wasser. Das Wasser erinnert sich? Was? Das Wasser erinnert sich? Wie meinst du das? Oh, Wasser hat ein Gedächtnis. Das wird zwar von vielen bestritten, aber es ist wahr. Wir müssen nur einen Weg finden, es dazu zu bringen, die Erinnerungen mit uns zu teilen. Ob Elsa wohl etwas darüber weiß? Elsa? Genau. Sie ist sehr gut darin, dem Wasser zu helfen und zu zeigen, woran es sich erinnert. Also gut. Ich werde mit Elsa sprechen. Sehr nice, sehr nice. Hier können wir bestimmt noch nicht rein, ne? Nee. Da müssen wir bestimmt erst die ganzen Edelsteine hier finden.